Der Doktor hat ein seltsames Gebräu erfunden, das den Schutzbann beseitigen könnte. Vielleicht hat er beim Herumschnüffeln in meiner Bibliothek etwas entdeckt. Mhm. Immerhin weiß er von dir, Agatha, dass du mir hilfst. Dem Mann entgeht nichts. Vielleicht ist es auch besser so, denn es hat keinen Sinn, sich jetzt darum zu sorgen. Mal sehen, ob du den Schutzbann beseitigen kannst. Ich bin auch gespannt drauf. Das war einfach. Das scheinen menschliche Knochen zu sein. Da haben wir wohl die letzte Ruhestätte von Hiram Shaw gefunden. Allem Anschein nach war er ziemlich lange an diesem Ort eingesperrt. Leid tut er mir aber nicht. Tja, mir auch nicht. Doch wie ist er überhaupt hier geendet? Jemand hat ihn hier eingeschlossen und dafür gesorgt, dass er nicht fliehen konnte. Jemand? Nach unseren Erkenntnissen war das wohl das Werk deiner Mutter. Sie muss Shaw die Seite abgenommen und sein Schicksal damit buchstäblich besiegelt haben. Und ich bin sicher, dass Sarah geahnt hat, was Lilith getan hatte. Shaws Strafe war gerecht. Es ist keine Gerechtigkeit. Was getan ist, ist getan. Meine Mutter hat das Richtige getan. Da bin ich nicht sicher, aber mein Beileid für ihn hält sich sehr stark in Grenzen. Das hoffe ich, in Anbetracht dessen, was er dem Zirkel angetan hat. Ich kann mir vorstellen, wie wütend Lilith und Sarah bei ihrer Ankunft in Salem gewesen sein mussten. Es war ja fast gnädig, ihn hier einzusperren. Das Mondsiegel sehe ich hier nicht. Stimmt, ich spüre seine Macht auch nicht. Wir sollten Shaws Arbeitszimmer noch einmal durchsuchen. Wir müssen etwas übersehen haben. Hm. Na gut. Und ja, den letzten Torfänger gesehen. Ich kann mich noch sehr gut an die Ziegen erinnern. War so dämlich. Tagebuch von Hiram Shaw. Die Echsen haben sich verkrochen, wie es Ungeziefer eben tut. Doch wenn Beutetiere sich verstecken, schickt man ihnen die Hunde auf den Hals. Jeden Abend erhellen Fackeln dieses Gefilde, während wir nach ihnen suchen. Auch wenn es nur wenige übrig sind, wir dürfen sie nicht wieder erstarken lassen. Wir bitten Cthon demütig um Führung und Stärke, um diesen Kampf weiterzuführen. Hier liegt jetzt auch nichts. Ich sehe nichts, Agatha. Wir müssen etwas übersehen haben. Na, hier sind leere Papiere, aber... Ich sehe doch noch diese Zeichen hier. Ah, das haben wir ja auch schon probiert. Die Göttin widerspricht. Sonst würde Atum es mir zeigen. Die Göttin sagt nein. Hand Surgery Techniques. Auch interessant. Die könnten wir vielleicht noch kaputt kriegen. Die Götter sind wankelmütig. Ich sehe nicht, was wir übersehen haben können. Außer ein komisches Geflüster höre ich hier auch nicht. Das ist wohl nicht ihr Bereich. Geht noch eine Leiter? Achso, okay. Na ja, gut. Ich dachte, die geht noch irgendwie nach oben. Hm.
von hier noch irgendwas mitnehmen oder so? Dieser komische Baum. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Sie sieht es nicht passieren. Nee. Atum antwortet nicht. Diese Knochen liegen schon seit einer Ewigkeit hier rum. Bis auf diese Zeichen hier. Agatha, ich habe keine Ahnung. Wir haben hier nichts mehr. Ich suche das Arbeitszimmer. Ich kann auch nichts anklicken oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist und man sich hier noch irgendwie was angucken könnte, weil sie da auch steht. Keine Ahnung. Ah, speichert ja immer bei der Abtei. Könnte höchstens mal kurz googeln, wenn wir eh schon da sind, ob wir da schon irgendwie was machen können. So, das Siegel brechen mit Dr. Strange, das haben wir ja gemacht. Ah, die drei Pergamente auf dem Tisch sind euer nächstes Ziel. Nutzt das Wort der Macht enthüllen. Ah. Okay. Gut, damit kriegen wir das hin. Ja, daran hätte ich auch denken können. Ich dachte, das schafft nur Brücken. Diese Zeichnungen. Das sind Hexenverstecke, in denen Hexen etwas auf magische Weise verbergen können. Die Zeichnungen sind so detailliert, dass Shaw die Verstecke lange studiert haben muss, bevor er in Aktion trat. Er hat sie dort gefoltert. Das vermute ich. Warum? Die Hexen wollten das Mondsiegel nicht herausrücken. Unser Geschenk hat den Zirkel zu einem unvorstellbaren Schicksal verdammt. Diese Zeichnungen könnten trotzdem nützlich sein. Ich werde sie in der Bibliothek genauer studieren. Wir treffen uns dort morgen Abend. Na gut. Was haben wir denn hier? Irgendwie zwei Berge, ein Tunnel und keine Ahnung was, Fackeln. Noch ein anderer Tunnel. Und noch mehr Höhlen und Tunnel und... Ja. Und Symbole haben wir auch noch. Mit dran. Ich würde ja fast vermuten, dass das da auch noch irgendwas damit zu tun hat. Das wird das bestimmt auch noch irgendwie aufkriegen. Vielleicht aber ein neues Symbol kriegen dann vielleicht. Ich weiß auch noch nicht, wie die anderen aussehen. Oh, inspizieren. Verdächtiges Hexenzirkelmitglied A. Die hat noch nicht mal Widerstand geleistet, wahrscheinlich in der Hoffnung, ihr Pazifismus würde mich dazu verleiten, sie schneller von ihrem Leid zu erlösen. Hat jedoch nicht. Letzten Endes hat sie nichts preisgegeben und in ihrer Hütte fand sich auch keine Spur des Artefakts. Einst mag sie vielleicht eine mächtige Beschwörung gewesen zu sein, doch heute Nacht war sie leicht zu überraschen. Trotz meiner besten Bemühungen weigerte sie sich, neben ihrem besinnungslosen Geschwafel etwas Nützliches von sich zu geben. Dieses niederträchtige Weib hat es geschafft, mich im Gesicht zu erwischen. Ein Fehler, für den sie teuer bezahlt hat. Eine ausgiebige Durchsuchung ihres Hexenverstecks hat auch hier nichts von Interesse vorgebracht. Boah, der Typ war auch schon echt ekelhaft, ne? Hat auch schon verdient, da in dieser Höhle zu verrotten. So, da können wir erstmal nichts mehr machen. Dann gehen wir mal zur Abtei zurück. Ja, machen wir noch ein bisschen Werkunterricht mit Spidey und Robbie. Vielleicht ist Tony auch wieder am Start. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da wieder was Schönes. Hatten wir ja auch schon länger nicht mehr. So. Ich
Ich dachte, ich hätte eine große Macht gespürt. Wir sollten heute Werkunterricht haben, aber Robbie... Tony hat ihn echt verärgert. Ich habe ihn noch nie so sauer gesehen. Kannst du ihn beruhigen? Klar. Dir nach. Danke, Hunter. Du bist zu weit gegangen. Erklär mir, wieso es ein Problem ist, die alte Ausrüstung aufzuwerten. Du hast mein Auto umgestellt. Es war im Weg und ich hab's zurückgestellt. Ach, Mist. Ich bin nicht wegen dem Bling-Bling hier. Und die anderen auch nicht. Mir geht's hier um Fortschritt. Dir nicht? Dann geh mir aus dem Weg. Man lernt seine Helden besser nicht im echten Leben kennen. Und ich dachte, du könntest dich ändern. Aber ist das Problem wirklich nur, dass er das Auto kurz woanders hinstellen musste? Robbie braucht nur etwas Freiraum. Fangen wir an. Wir wissen jetzt, dass Wanda eine Bedrohung ist. Für zukünftige Kämpfe brauchst du einen Vorteil. Klingt gut. Welchen Vorteil? Nichts, das ihr schadet. Wir suchen nach Wegen, dich vor ihren Fähigkeiten zu schützen. Wie soll das möglich sein? Unser erster Prototyp hält deine Verbindung zur realen Welt aufrecht, falls Wanda sie um dich herum verändert. Wie ein Anker, der mich in der Realität hält? Genau. Falls Wanda die Realität verändert, macht der zweite Prototyp das rückgängig. Robbie hat das vom Spirit of Vengeance. Der Prototyp läuft wohl mit Höllenfeuer, also nicht anstoßen. Ich mache auf Knopfdruck ihre Änderungen rückgängig? Oder störe damit ihre eigenen Signale? Perfekt, du verstehst es. Danke für die Komponenten. Wir können loslegen. Spannend. Jetzt, Tony, was ist los? Ich glaube, dein Schrauberkumpel schmollt noch. Okay. Hunter, gibst du mir eine Sekunde? Will checken, ob es Robbie gut geht. Lass dir Zeit. Ich baue den Prototyp für Hunter zusammen. Oh, ich würde lieber warten. Ich will vorher noch ein paar Sachen überprüfen. Ach komm, du hast es doch auch geschafft. Dann schaffe ich das erst recht. Okay, bitte. Bevor wir anfangen. Mir fiel auf, dass Parker doppelt so lang wie nötig für die Prototypen braucht. Ich habe da ein paar Ideen. Okay. Wir sollten anfangen. Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Okay. Seht zu, wie der Meister arbeitet. Wut. Gewährt Hunter-Karten auf der Hand kritisch. Für zwei Züge sind alle Hunter-Karten kritisch, wenn sie gezogen werden. Realitätsanker. Wähle einen Helden und erhalte Immunität gegen Zurückwerfen für das restliche Aufeinandertreffen. Belebungsschwarm. Heilung aller Helden. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall das hier. Was, du willst eine zweite Runde? Ich lege es zwar nicht drauf an, aber wie dieser Kumpel sagt, ich kann das den ganzen Tag. Tony, ich will nicht mit dir streiten. Du warst mein Held, als ich klein war. Kinder lieben Iron Man. Nicht Iron Man. Du, Tony, der Mann, der alles mit Technologie hinbekommt. Was willst du, Robbie? Du hast vor 10 Jahren die Salazar-Stilfabrik gekauft und geschlossen. Weißt du noch, was du bei der Pressekonferenz zum Stark Technology Center gesagt hast? Etwas Geistreiches? Ich stehe für den Fortschritt ein. Tun Sie das nicht, sollten Sie mir aus dem Weg gehen. Tony, wegen dir wurde die Hälfte der Familien in meiner Ecke arbeitslos. Und wofür? Es gab nie einen Spatenstich für dieses Center. Daran erinnere ich mich nicht mal. 3 Jahre später waren die meisten dieser Familien weggezogen. Wegen 9 Jobs. Der Rest von uns hatte nicht so viel Glück. Dann ging es richtig bergab. Aber diese Familien hatten recht. Es war Zeit, weiterzuziehen. Dann viel Glück mit dem Werkunterricht. Hoffentlich ist das der Fortschritt, den du wolltest. Parker, du auch? Ja, Tony. Wenn ich das schaffe... Dann du erst recht. Sorry. Verdammt. Tja. Dass du dir ein bisschen verbockt war. Was war das denn? Gib dir nicht die Schuld. Ich habe keine Ahnung. Du hast bekommen, was du wolltest. Ich halte mich mal lieber raus. Robbie hat noch nie ein Stahlwerk erwähnt. Er sagte vor 10 Jahren,
Ich habe doch in L.A. kein Stahlwerk gekauft. Irrt er sich? Wahrscheinlich nicht. Salazar-Stil. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich kann das klären. Vielleicht, aber nicht heute. Okay, geil. Ich mach mal den Jungs reden. Nee, und die sind jetzt abgehauen. Okay, wild. Oh, mal gucken. Wird sich schon irgendwie wieder auflösen, wahrscheinlich. So, Freunde. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt. Undi. Du bist das beste Mädchen. Das weißt du, ja? So. Dann geh mal pennen. Verletzung gehalten. Nice. Plus 3 nachziehen. Schön. Gucken, Superlink, irgendwas Neues, Spider-Man. Bring die folgenden Komponenten zur fünften Stunde mit, Heldentat-Essenz und seltene Blaupause. Ich weiß gar nicht, wie viele seltene Blaupausen wir überhaupt besitzen. Ich hab dich nicht ignoriert, ich hab vorhin geantwortet, dass ich den neuesten Film auf jeden Fall gesehen habe mit den Ziegen. Aber vielleicht warst du da kurz weg oder so. Oder ich hab's zu spät gesehen, kann vielleicht auch sein, keine Ahnung, wann du das geschrieben hattest. Aber ich hatte jetzt erst vor, weiß nicht, 15 Minuten oder so geantwortet. was will ich jetzt nachgucken? Superlink? Genau, die Blaupausen. Also kannst du in den Stream gerne nochmal zurückschalten, wenn der nachher online ist. Ich hatte tatsächlich geantwortet, ja. Blaupause, selten. Haben wir 9. Das sollte auf jeden Fall passen. Die Musik ist so bedrohlich. Ich habe etwas für dich. Ein Pony? Nein, Komponenten. Komponenten für den Werkunterricht. Sei ehrlich, bin ich in der Zeit zurückgereist? Nein, du hast mir eine Nachricht geschickt. Die habe ich vor dem letzten Treffen vorbereitet. Und du hast eine bekommen. Also, was soll ich mit diesen Komponenten machen? Ich kann die nehmen. Bist du sicher? Ja, wenn du sie rausrückst, kriege ich Tony und Robbie wieder zum Sprechen. Und wenn nicht? Gebe ich sie alle zurück. Abgemacht? Okay, abgemacht. Richtig. Immerhin hast du dich nicht in ein Symbiontenmonster verwandelt, Hunter. Noch nicht, nee. Hundi. Dr. Strange wird darüber hinwegkommen. Er hat sicher schon Schlimmeres erlebt. Also ich fand den neuen Tor schon vorhersehbar auf jeden Fall, so was passiert und wie sich ja auch, ach, wie hieß sie nochmal, seine Freundin da, Captain Mrs. Thor da, ich komme gerade nicht auf den Namen, war schon alles sehr vorhersehbar, aber irgendwie fand ich ihn lustiger, als ich dachte, weil ich glaube, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, dass der so ein bisschen so, weiß ich nicht, dass ich die Witze halt nicht so witzig finden würde, aber ich fand ihn doch ganz lustig so, aber halt sehr vorhersehbar. Deswegen, ja. War okay. Was hast du für mich, Boss? Kann man sich mal angucken. Ich meine, wenn man eh Marvel-Fan ist, dann guckt man sich das wahrscheinlich eh an, aber... War jetzt nicht der schlechteste Marvel-Film, den ich bisher so gesehen habe, aber auch nicht der beste. Regen aus Schlägen, ja, das klingt auch gut. Verbrauche sämtlichen Heldenmut, um Schaden zu verursachen. 24 Heldenmut. Verbrauche sämtliches Blocken. Okay, das klingt nicht so geil. Gedankenbeuger. Ziele auf einen Gegner, ergreift seinen nächsten Verbündeten an. Auch nicht schlecht. Schildschlag, gewährt bei K.O. einmal Resistenz. Diesen Licht- und Dunkelsprengelsatz haben wir auch noch nie benutzt. Wenn ich bedenke, dass ich früher fühlende Zukunftstech entwickelt habe. Die beiden. So, Forschung. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so an die anderen Torteile erinnern.
Weiß auch gar nicht, ob ich alle davon überhaupt schon gesehen habe. Müsste ich mir nochmal angucken, so von den Covern. Aber wenn ich sie gesehen habe, heißt das wahrscheinlich nicht viel, wenn ich mich nicht daran erinnern könnte. Ich habe nämlich noch nicht alle Marvel-Filme gesehen, die es jemals irgendwie so mal gab. Deswegen kann gut sein, dass da mal einer mit drin war. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und übrigens freue ich mich schon sehr auf den neuen Guardians of the Galaxy-Film, wovon ich schon irgendwie heute allein schon wieder 50 Mal Werbung bekommen habe auf YouTube und so weiter. Der wird bestimmt lustig, darauf freue ich mich. Das Spiel hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, kann ich auch echt empfehlen. Das war echt cool. Gibt's auch auf YouTube. Könnt ihr euch auch da gerne angucken. So, Lagebericht können wir machen. Talon. Helden, Herausforderungen sind in jeder Mission verfügbar. Okay, mach einfach mal. Na schön, fangen wir an, Dr. Spooky. So, hätten wir das. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Müssen wir hier was herstellen? Nee, glaube nicht. Achso, da liegt ein Arm. Das sah ein bisschen strange gerade aus. So, tägliches Sparring. Da nehmen wir heute mal Spidey. Du weißt ja, was man über das Üben sagt. Yay. Training Level 13. Stöße verursachen im Kampf erhöhten Schaden. So, Fähigkeiten verbessern. Schildschlag. Benutzen wir aber gar nicht. Verbraucht halt auch Blocken. Ist halt auch doof. Machen wir mal nicht. Der Rest passt. Kampftherapie. Ist mir eigentlich egal, wer von den beiden. Zack. So, was haben wir für neue Geschenke? Snackbox. Widerliche Süßigkeiten aus aller Welt. Das klingt ja super. Her damit. Menschliche Anatomie. Okay, nehmen wir auch mit. Oh, wir haben kaum noch Gloss. Tomb of Dracula, das wäre was für Blade. Wir haben kein Geld mehr. Hat jemand Charlie gesehen? Ich brauche ein bisschen Höllenhundgeschmuse. Ich saß vorhin noch bei der Schmiede. Lilith ist wirklich nicht. Hey, ich hätte da eine Bitte. Hier wird jede Menge Ausrüstung verbessert. Ich glaube, ich bin als nächstes dran. Verbessere eine Fähigkeit von Magic. Ja, können wir machen. Danke, Hunter. Können wir vielleicht auch direkt schon machen. Ich muss mal gucken. Fähigkeiten verbessern. Die Zeit läuft, Hunter. Magic. Verbannen könnten wir halt machen. Aber kriegen tun sie sie alle. Benutzen wir halt nur nicht, aber hey, dann haben wir es direkt gelöst. Hier, bitteschön. Und plötzlich gibt es im Über. Großartig. So, Hunter-Fähigkeit kriegen wir dafür. Morgenstern gewährt allen Morgensternkarten 38 Schaden, maximal 152. Klingt ganz nett. So, irgendwen von euch kann ich noch zu Zuflucht einladen. Und wir auch nicht. Robbie kann nach Belieben ein Höllenfeuer herbeirufen, aber er will nicht fragen, ob er mit deinem Hund spielen darf. Okay. Es ist mir eigentlich egal, aber er soll aufhören, Trübsal zu blasen. Und kann Robbie mit deinem Hund spielen? Das liegt an Charlie. Ich meine, wenn Charlie keinen Bock hat. Wenn Charlie mit jemandem spielen will, halte ich sie nicht ab. Ich wusste immer, dass Charlie mehr für dich ist als nur ein Hund. Du hast recht. Sie ist eine Freundin. Ich gebe es an Robbie weiter. Entweder hört er auf, mich damit zu nerven, oder der Hellride rast über eine Klippe. Oh je. Oh, komm mit, wir gehen direkt mal zur Zuflucht. Ohne Agatha fühlt sich die Abtei so einsam an. Die malerische Eiche. Komm, da gehen wir mal hin. Erstmal schön picknicken. Ich vertraute nie wem, der keine schlimme Kindheit hatte. Okay. Echt? Tu nicht so überrascht. Ich kann anderen vertrauen. Ich meinte, warum war das so? Oh, ich dachte immer, Leute ohne schlimme Kindheit wären verweichlicht. Dass sie aufgeben, sobald etwas schief geht.
Gehasst habe ich sie nicht, aber ich sah sie nicht als Menschen an. Okay. Das ist eine interessante Einstellung. Ich glaube, das ist das nicht zu denken. Vampire eben. Die wüsste ich nicht. Ich kenne viele starke Menschen mit schönen Kindheiten. Ich auch. Das hat mich überzeugt, dass das Mist ist. Ich habe diese Gedanken noch immer, aber ich arbeite dran, sie zu ignorieren. Die Wahrheit ist, ich hatte es nie leicht und ich war neidisch auf sie. Es brauchte seine Zeit, das zu erkennen. Was ist mit dir? Abgesehen von Iliana war deine Kindheit die schlimmste der Midnight-Suns. Fällt es dir schwer, anderen zu vertrauen? Ich weiß nicht, vielleicht nicht mehr. Natürlich tue ich das. Ich glaube nicht, aber ich kann das schwer sagen. Wie siehst du das? Ich sehe jemanden, der schon erkannte, dass ich keine Gefahr bin, bevor sich der Staub deiner Wiedererweckung gelegt hat. Wenn du mir vertrauen kannst, einfach so, ist alles in Ordnung. Na, das ist doch schön. So, was können wir ihm denn schenken? Luxushäppchen. Fancy. Hier mit Trauma aufwachsen, ist doch perfekt jetzt für ihn. Für alle, die in der Kindheit beträchtliche Traumata durchmachen mussten. Wenn wir schon beim Thema sind, hier bitteschön. Naja, das plus war vier. Cooler, als ich dachte. War er jetzt nicht so angetan von. Aber ist okay. Plus 9, immerhin. Danke, Hunter. Oh, Carol können wir auch noch zur Zuflucht einladen. Ich glaube, ich nehme mal Magic mit, der machen wir gar nicht so viel. Draußen essen. Die mysteriöse Lichtung. Let's go. Nochmal ein Picknick. Hunter, du brauchst ein Hobby. Was? So etwa? Nein, etwas, das du in trostlosen Momenten allein tun kannst. Das klingt irgendwie sehr traurig. Ich hatte vor langer Zeit ein Hobby. Mich interessiert mehr deines. Ich brauche kein Hobby. Früher habe ich mit Holz gearbeitet. Habe mein eigenes Spielzeug geschnitzt, einfache Möbel gebaut. Tische waren einfacher als Stühle. Hm, schon mal überlegt, wieder damit anzufangen? Vielleicht. Die Werkzeuge sind anders. Ich müsste das richtige Holz finden. Ich bin mir sicher, dass es in der Abtei welches gibt. Hunter, wenn du mir jemals ein Spielzeug schnitzt, werde ich es bemalen. Du malst? Nichts, was ich vorzeigen würde. Aber das ist ja der Sinn von Hobbys, oder? Man macht es zu seinem eigenen Vergnügen. Mein Hobby zeige ich tatsächlich vor. Menschliche Anatomie. Kann mir ihr denn schenken? Wollen wir eine Snackbox schenken? Mit Luxushäppchen? Irgendwie würde das ein bisschen zu ihr passen. Pfui, warte mal. Magic. Doch, sie ist ja Iliana, ne? Kann sie Russisch? Iliana Rasputina. Das klingt so ein bisschen so, ne? Ich probier's mal. Ja, plus 10. Welche nice. Angenehme Überraschung. Das hat ihr gefallen. Perfekt. Bin das auch endlich mal losgeworden. Langsam fange ich an, dich zu mögen, Hunter. So, Carol können wir auch noch einladen. Wir können alle hat Leute hier einladen. Irgendwie eine Vorliebe für Wüsten und Heilkristalle? Komm, nehmen wir Carol auch noch mal mit. Oh, wir malen. Ich gewöhne mich an die Abtei. Anfangs gefiel es mir nicht. Mönche lebten hier, ist kein Verkaufsargument. Was hat deine Meinung geändert? Es erinnert mich an einen Außenposten der Cree. Größtenteils einsam, aber man hat sein Team. Genug Kontakt mit Zivilisten, um nicht durchzudrehen. Das klingt einsam. Du und durchdrehen? Ich bevorzuge Einsamkeit. Ich studiere nicht mehr. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich mal meine Beschreibung hier bei Twitch anpassen, oder? Falls du da gelesen hast. Ich habe nämlich letztes Jahr im Januar, Ende Januar, meinen Master abgeschlossen. Das ist jetzt schon auch wieder ein Weilchen her. Das ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Aber kann gut sein, dass er da noch drin steht. Was passiert, wenn Captain Marvel Lagerkoller bekommt? Sag du's mir. Sie hat keinen Spaß mehr? Nein, ich habe echt Spaß. Ich dachte, du willst einen schlechten Scherz machen. Oh nein, ich war wirklich neugierig.
Wie sieht es aus, wenn du Lagerkoller hast? Wie wär's mit ich vor 20 Minuten? Schön. Was ist mit dir? Du bist hier gestorben. Dir fällt es sicher nicht einfach, hier zu sein. Es würde mal mein Zuhause sein. Es ist ein Ort wie jeder andere. Stimmt, das ist kompliziert. Wenn man es braucht. Naja, ich verdiene mit meinem Master schon mehr als mit meinem Bachelor und definitiv auch mehr, als hätte ich nur eine Ausbildung gemacht. Also so gesehen, Geld braucht wahrscheinlich jeder. Aber ich glaube, ich war auch ganz gut dafür gemacht. Also, auch wenn es sehr, sehr anstrengend und auch komplex war und mich eine Menge graue Haare gekostet hat wahrscheinlich. Obwohl, noch sieht man keine, aber ich glaube, dafür muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen gemacht sein, irgendwie so zu studieren und so ein Kram und so. Das ist halt schon anstrengend. Vor allem Informatik. Informatik ist halt nochmal sehr viel härter. Ist halt so ein typisches MINT-Fach halt. Was halt nicht ganz so einfach ist wie, keine Ahnung, Gender Studies oder was weiß ich. Füge jeden x-beliebigen Studiengang ein, der wo du am Ende wahrscheinlich als Kassierer irgendwie landest oder so. Obwohl ich jetzt auch nicht angeben möchte, aber ja, MINT-Fächer sind halt schon schwieriger. Ja, es gibt schlechte Erinnerungen. Aber die guten wiegen sie auf. Du hast Glück, sie zu haben. Ich mache gerade neue Erinnerungen. Niemand mag Schleimer, Hunter. Aber ich tue das auch. Menschliche Anatomie. Snackbox. Und natürlich lernt man im Studium auch relativ viel. Und tatsächlich auch Dinge, die man... Naja, nicht alles, aber vieles braucht man tatsächlich auch. Außer die ganzen Mathe-Sachen, die wir machen mussten, die halt gehasst. Und genau wie in der Schule brauchst du den Scheiß sowieso nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum wir so viel Mathe vor allem beim Bachelor machen mussten. Das war furchtbar. Und auch so... Also klar brauchst du eine gewisse Logik, um programmieren zu können und all den Kram zu verstehen. Aber ich finde, dafür braucht man nicht unbedingt Mathe. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich fand's furchtbar. Mathe war richtig Horror, aber unsere Dozentin war auch der komplette Horror. Also die war so streng und so. Man hat halt ihr angemerkt, dass sie das halt schon seit 50 Jahren macht. Einfach so runterrattert. In der Hoffnung, dass wir das alle direkt checken, aber ich saß dann meistens da und dachte mir so, ich habe so wenig verstanden, ihr könnt nicht mal Fragen stellen. Also ich bin froh, dass ich durch Mathe überhaupt irgendwie durchgekommen bin. Das war wirklich Horror, ey. Aber der Rest war eigentlich die meiste Zeit eigentlich echt ganz cool. Auch wenn immer super viel zu tun war und so. Aber ich finde, Studieren lohnt sich schon. Also wenn man Bock hat auf irgendeine bestimmte Richtung oder irgendein bestimmtes Feld und das irgendwie so... Also ich bin ja der Meinung, wenn man irgendeinen Job anfängt, man merkt, glaube ich, sehr, sehr schnell, ob das was für einen ist oder nicht. Und man muss halt auch für alle möglichen Jobs halt auch irgendwie gemacht sein. Kann sich das definitiv lohnen zu studieren. Kommt halt auch immer ganz gut an bei Arbeitgebern. Ist halt leider auch so. Und man verdient halt auch immer mehr Kohle. Was heutzutage halt auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, wenn ich mich... nochmal entscheiden müsste, würde ich definitiv nochmal studieren, auch wenn es eine echt harte Zeit war und ich eigentlich kaum Freizeit hatte. würde ich es, glaube ich, wirklich nochmal machen. So, was könnten wir ihr denn schenken? Weiß ich gerade gar nicht. Eine Spieluhr vielleicht? Leidenschaft im Mondlicht. Snackbox haben wir halt einige. Der brennende Himmel. Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg, ja, ich weiß ja nicht. Menschliche Anatomie, ich weiß nicht, ob sie da so interessiert drin ist. Ich gebe hier einfach mal eine Snackbox, würde ich sagen. Hier mit Luxushäppchen. Plus 4. Hat dir jetzt nicht so mega gut gefallen, dafür, dass das ein episches Geschenk war. Mann, Carol, du bist aber auch sehr picky.
Na gut, Hunter, plus 15. Ich gewöhne mich langsam an dich. So. Und mein Bild war im anti-expressionistischen Squad. Aber ich glaube, apropos Studium, würde ich dazu noch erwähnen muss, ich war ja auch die ganze Zeit währenddessen arbeiten. Ich glaube, das hat vor allem hart gemacht. Eigentlich nicht so mein Fall, aber das hat Spaß gemacht. Mein Bachelor war ja ein duales Studium, was heißt, da war sowieso keine Freizeit vorhanden, weil die normalen Studenten haben ja zwischendurch immer ihre Semesterferien, da waren wir immer arbeiten, beziehungsweise wir hatten immer so einen Wechsel zwischen Studium und Praxis. Und im Master habe ich noch zu 65% nebenher gearbeitet, was eigentlich echt nicht okay ist, neben einem Vollzeitstudium. Naja, irgendwie muss ich halt meine Miete und alles bezahlen, weil meine Eltern das halt nicht können. Ja, ich glaube, das würde ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, ändern, dass ich ein bisschen entspannter das angehe. Und ich hatte halt vor, genau in 2 Jahren den Master halt auch fertig zu kriegen, damit ich das nicht noch hinten länger in die Länge ziehe, aber genau, das ist halt auch der anstrengende Part daran und ich hätte mir theoretisch auch mehr Zeit lassen können. Und dann auch einfach ein bisschen mehr Freizeit haben können, aber nein, man muss ja durchballern, durchhasseln. Ja, das war auf jeden Fall nicht so geil, aber naja, ist ja auch vorbei die Zeit. Das war auf jeden Fall anstrengend. So mit Corona ging es denn durch das Homeoffice, generell vom Job her Homeoffice und von der Uni ja auch Homeoffice, da fiel das Pendeln wenigstens weg. Aber manchmal denke ich wirklich zurück und frage mich, wie ich das überhaupt gemacht habe. Morgens um 8 zur Uni, bis mittags studiert, dann zur Arbeit, die war nicht sonderlich weit weg von der Uni, Gott sei Dank, konnte ich hinlaufen. Dann da gearbeitet, dann wieder zur Uni, hatte dann wieder Vorlesungen nachmittags, dann wieder zur Arbeit, war dann so irgendwann zwischen 21, 22 Uhr vielleicht wieder zu Hause. Und um 6 oder so war ich wahrscheinlich, oder um 7 das Haus verlassen, also ich war die meiste Zeit des Tages gar nicht in meiner Wohnung. Das war schon hart. Ah ja. Ich glaube, wenn man reiche Eltern hat, dann war das auf jeden Fall einfacher. Aber nicht nur, was Studieren angeht und nebenher arbeiten müssen und so. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das vielschichtige Gesicht des Bösen. Beschwörungskreis? Das klingt schon furchtbar, als wären da wieder so eine ollen Hexen, ey. Siege Gegner, Infospeicher. So ein Infospeicher wäre nicht schlecht. Aber wir machen mal nur besiege Gegner. Nehmen wir Cap mit. Uns nehmen wir mit. Ach komm, Blade. Let's go. Oder war Charlie kurz so zu sehen?